Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zum Jungfreizeitig Panorama, heute von der Talstation Ecclisano. In der heutigen Sendung nehmen wir mit auf die dunkle Seite in eigener Sache, auf den Rinderberg zum Johann Graf und auf die Türuski ob Sonnenmöser. Was alle Zeiten so gelaufen ist, erzähle ich einen kurzen Überblick. Diskussion um den Reichenbachfall. Die BKW will für das Kraftwerk Schattenhalb 3 mehr Wasser aus dem Reichenbach ziehen und hat darum eine Konzessionsänderung beim Kanton eingegeben. Damit kann der Stromproduzent danach zusätzliche 500 Haushalte mit Strom beliefern. Umweltorganisationen haben Einsprache erhoben, weil sie Angst haben, der Wasserfall würde eingehen. Wie schien geht nicht von Umweltgefährdung aus? Ein interner Bericht hat ergeben, dass die Wasserproben beim Steinbruch mit Holz nicht bedenklich seien. Zu unternehmen geht darum nicht davon aus, für das Forellensterben beim Blausee verantwortlich zu sein, wie sie am Donnerstag kommuniziert haben. Anja von Almo ist beste Juniorensäglerin 2019-2020. Die Spiezeri hat in SUI Sailing Award gewonnen. Ihr letztes grösster Erfolg war EM Gold in Portugal im August 2020. Beim ersten Beitrag mache ich jetzt Werbung in eigener Sache, weil ihr habt es bestimmt schon alle gemerkt. Oben rechts bei der App gibt es jetzt einen Knopf, wo man den Hintergrund von Weiss auf Schwarz wechseln kann. Der sogenannte Dark Mode habt ihr sicher auch schon bei anderen gesehen und jetzt auch bei uns geht der Wechsel ganz einfach. Dark Mode wirkt nicht nur optisch sehr schön, es beansprucht der Akku vom Nattläu viel weniger und kann die Umwelt direkt schonen. Zum Beispiel, wenn man die Jungfreizeitung im Bett lesen tut, ohne die Nachbarn zu stören. Wer es noch nicht getestet hat, einfach oben rechts neben dem Logo auf einen Kreis tippen und die Umstellung passiert. Von der Multifunktion von Ischer App gehen wir jetzt zum Multitalent bei Rinderberg ob zwei Simmer. Da tut nämlich der Johann Graf seit mehreren Jahren Virto und das mit Herz und Leidenschaft. Eine Eigenschaft, die er immer schon hatte und ihnen zu vielen schönen Erlebnissen gebracht hat. So ist er ein ehemaliger Schwinger und Motocrosser, ist jetzt Buchautor und Medium und ist sehr ein angesehener Käser. Ich habe ihm zu diesen ganzen Interessen Stichworte gegeben und er hat die ersten Gedanken, die man gerade sind aufgeäussert. Motocross. Ja, Motocross war natürlich eine Leidenschaft, die ich schon als Bub bin ich gerne Töffli gefahren und hat mir das weiterentwickelt. Und das ist Erfahrung in meinem Leben, die ich gemacht habe, so bis 20-jährig, die sehr wichtig war für mich, auch für körperliche Fitness und die Erfahrung, die man da gesammelt hat in diesen Motocross-Rennen und so. Und das war für mich sehr gut gewesen, aber ich hatte nicht den Erfolg gehabt, für dass es irgendwie noch länger hätte ich machen können. Das glaube ich nicht, da bin ich schon zu wenig gut gewesen. Schwingen. Ja, also Schwingen war natürlich für mich sehr prägend in meinem Leben. Ich habe sehr viele gute Kontakte immer noch. Und wir lernen dem Schwingen sehr gut gewinnen und sehr gut verlieren. Also das ist ja wichtig für das Leben, dass man einfach am Leben tut man manchmal gewinnen und verlieren. Und wenn man das natürlich im Schwingen so ausgeprägt machen kann, dann gibt es im Leben auch Ringer. Und Käse? Käse ist noch heute eine Faszination. Käse ist etwas, das nie fertig ist. Es ist einfach eine Leidenschaft. Und ich bin sehr dankbar, die Erfahrung, die ich mit diesem Produkt machen konnte. Ja. Ein Beizvieren? Ja, ich weiß nicht genau, wie man das macht. Ich mache es einfach tagtäglich. Aber wie man es genau macht, weiß ich nicht. Man macht es einfach. Und das ist sehr faszinierend und schön. Und vor allem sehr schön sind die Situationen, die immer überraschend sind. Ja, es ist einfach etwas, wo man nicht so beschreiben kann. Man muss es einfach machen und mir gefällt und für mich stimmt. Und auch die Arbeit als Medium? Das ist sehr faszinierend und erfüllt mich sehr oft mit einer tiefen Berührtheit und einfach, wo man nicht so beschreiben kann, wo einfach etwas ist, wo ich sehr dankbar bin, wo wunderschön ist, wo fasziniert, wo ich sehr dankbar bin, dass ich es so erleben darf. Multifunktionell ist auch der Sport Skitüro. Es ist nämlich die perfekte Kombination von einer Berg- und Hochgebirgswanderung mit einem Freeride-Erlebnis. Doch es gibt völlig etwas zu beachten. Darum habe ich mich erkundigt, um ein kleines How-to-do zu erstellen. Zum Nachlesen auf unserer Homepage. Dass aber jetzt nicht zu technisch wird, empfehle ich auch, dass ihr den Beitrag mal in Ruhe nachlesen könnt. Weil jetzt gehe ich mitten auf die Tür, die ich mit dem Bergführer und Peter Solberger machen konnte. Wir sind zusammen auf das Wannenhörli, ob Sonnenmöser getäuert.
Ich hoffe, dass ich bei den Leuten, die den Sport schon lange lieben, das gleiche Gefühl kann übermitteln kann, was ich auch immer habe bei einer Tür, nämlich, dass es wunderschön ist. Und umso mehr hoffe ich, Interesse bei anderen geweckt zu haben. Die Kollegen von Meteo News, den ist jetzt sicher erzählen, ob es sich in den nächsten Tagen lohnt, die Pfalz zu stehen lassen. Ich wäre jetzt nämlich am Ende vom Jungfreizeitig Panorama angelangt. Ich sage euch merci vielmals, habt ihr zugeschaut und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Ade minant. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Da ist das Jungfrau-Zeitungswetter fürs Berner Oberland. Herzlich willkommen zum Wetterupdate am 18. Februar, wo ein freundlicher Tag war. Es sind aber auch ein paar ausdehnte Wolkenfelder über den Himmel hineingezogen, die der Sonne ein bisschen Konkurrenz gemacht haben. Aber trotzdem, wie gesagt, war es auch zum Teil sonnig. Und es geht auch in den nächsten Tagen mit frühlingshaften Verhältnissen weiter. Wir haben grundsätzlich ein Hochdruckgebiet, das unser Wetter bestimmt. Allerdings vorübergehend in der kommenden Nacht und morgen am Freitagmorgen eine schwache Kaltfront, die uns streift. Da haben wir ein paar dickere Wolken, nachher aber die Sonne, die sich wieder gut durchsetzen kann. In der Nacht also auf den Freitag ein paar dickere Wolken, die von Westen her aufziehen. Mit denen starten wir morgen Morgen in den Tag hinein. Dann wird es im Laufe des Vormittags aber schon wieder zum Teil sonnig und die Temperaturen liegen morgen Morgen weitgehend schon im positiven Bereich. Am Nachmittag gibt es den Maximalwert um die 12 Grad in der Tiefenlage, 9 Grad in Adelboden, 10 Grad in Grindelwald und trotz hoher Wolken geht es am Nachmittag recht sonnig weiter. Ja, und das Hochdruckgebiet ist dann ziemlich eine stabile Angelegenheit. In den nächsten Tagen bis auf Weiteres, abgesehen von ab und zu ein paar hohen Wolken, meistens sonnig. Und wir sehen es hier, Temperaturen frühlingshaft. Bis gegen 15 Grad dürfen wir in den nächsten Tagen speziell zum Wochenstart einplanen. Auch in der Höhe wird es übrigens deutlich milder. Die Nullgrenze steigt auf über 3000 Meter auf. Das war von meiner Seite. Ich wünsche weiterhin ganz einen guten Donnerstag.